Hallihallöche Leute, willkommen zum 33. Part von Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition. Ja, im letzten Part haben wir die Speicher besiegt auf Route 16 oder so und haben Reaktion besiegt und haben uns ein Dudu gefangen und wollen jetzt mal gucken, ob die Speicherstrecke noch mehr Trainer bietet. Das werden wir gleich mal herausfinden. Ja, dann machen wir mal eben. So, ich bin mal gespannt, auf jeden Fall. Ja, Route 17, da haben wir ja schon Pokémon gefangen. Wenn man sich erinnert, das war... ich weiß nicht mehr, welches genau es war. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal ein Pokémon gefangen hier. Ich würde gerne kämpfen mit dir, Kollege. Dankeschön. Es lohnt sich nicht, Kinder auszurauben. Ich bin aber ziemlich reich tatsächlich. Also, für einen Pokémon-Trainer ist man ziemlich schnell ziemlich reich. Und da sollten diese Biker langsam eigentlich auch mal wissen. So, Mankey. Body Slam, glaube ich mal, ist eine ganz gute Option. Und was das für eine gute Option ist, mach euch deinen Energiefokus. Ich werde dich sowieso besiegen. Ich sollte eventuell natürlich Surfer für Plessy nehmen, weil Plessy denn eine Wasserattacke hat und das will ich nicht verzichten. Möchte ich ungern darauf verzichten, tatsächlich. Und Razaf. Okay. Mach euch Gewurf, obwohl das schon böse wehtun könnte. Okay, es geht. Ich hätte jetzt tatsächlich mehr Schaden erwartet. Ja, mach euch weiter Gewurfs. Sondern keine überall immer mega böse Attacke bei rumkommt. Bin ich damit einverstanden? Und nochmal, bitte. Sollte reichen. Und weg damit. Und dann haben wir... Level 26, glaube ich. Ja, definitiv. Das hat durchaus gereicht. Die Luft ist raus. Ja, aus dem Reifen und ich habe dich auch besiegt. Aus deinem Dickschädel. So, dann. Ich muss mal einen Hypotrank machen. Einfach weil wir es können. Hätte vielleicht auch einen Supertrank gereicht, aber gut. Sind wir mal ein bisschen verschwenderischer. Was haben wir da oben? Da oben haben wir noch einen Typen. Was willst du, Tröte? Dich besiegen, den Grund und Boden stampfen und dann auf dein Fahrrad oder so rumtrampeln. So, Plessy. Macht mal bitte einen Body Slam und wird damit nicht viel Schaden machen, tatsächlich. Aber es ist ein bisschen enttäuschend. Aber nur ein bisschen. Was cool wäre, wenn er halt Schnabel auf Peach. Kann es ja durchaus lernen. So, nochmal ein Body Slam bitte. Und das reicht natürlich aus. Wäre ja auch komisch gewesen, wenn nicht. Und was kommt als nächstes? Machomai. Oh, nein, da möchte ich nicht mit Plessy drin bleiben. Da könnte eine Attacke ziemlich doll zu. Tauen. Und vor allem, was hat er denn für einen kleinen Unterbox, der liebe Machomai? Fällt mir jetzt erst auf, wie klein die bei diesen Sprites auch sind. Oder allgemein, diese Proportionen. Okay, ich hatte gerade tatsächlich ein bisschen Bang, ich erinnere mich, dass Vergeltung, glaube ich, tatsächlich eine Attacke war, wo man ganz schnell ganz böse Aura kriegen kann. Oh, aber es ist eine Kampfattacke und die interessiert Bumblebee halt weniger. So, möchte ich doch mal bitte... Ja, ich wusste doch, wir haben noch Supertränke. Einmal für dich ein bisschen. Und für Bumblebee gleich auch mit. Und dann gleich bitte mal eben den Surfer raussuchen. Ich möchte das ganz gerne haben, tatsächlich. Könnte praktischer werden. Moment, erstmal gucken, was Weißnebel überhaupt macht. Da bin ich gerade ziemlich unsicher. Bericht. Und... Ein Nebel schützt sein Team vor Statusverschlechterungen. Ist jetzt nicht so wichtig, finde ich. Könnte man ganz, ja, eigentlich ganz easy peasy vergessen lassen. Also, man braucht es jetzt nicht unbedingt, würde ich damit sagen. Schupp und Fahrgassen nach Weißnebel. Und Surfer erlernt. Großartig. Gut.
nächster Trainer auf dieser Route. Komm mal her, danke schön. Willst du nach Foxana City? Ich war da tatsächlich schon, aber wir gehen nochmal beide Routen ab, damit ich hier noch ein bisschen Level farmen, Level nehmen kann. Und der gute Sultan siebt sich auch mal die Ehre. Okay. Warum er auch... Ich dachte immer, es sei kein... Also, klar, schon irgendwie ein Name, aber ich dachte immer, es sei sowas wie ein Spitzname oder sowas. Sultan war übrigens beim Pokémon... Pokémon Stadium Let's Play einmal Gastkommentator in einem Part. Und ja. Aber das klappt doch gerade ganz gut und gleich können wir wieder mit Peachy ein bisschen die Levels nehmen. Wie sich das halt so gehört. Und Level 27 für Plessie ist erreicht. Wunderbar. Was kommt als nächstes? Mokmok. So. Vergiftung, natürlich. Ah, das ist so eine nervige Sache. Zum Glück werden wir da in der Arena weniger Probleme mit haben. Einfach aus dem Grund, dass wir dann halt ganz leicht mit Relaxo durch können. Ich habe mein Bestes gegeben, aber mein Bestes war nicht gut genug, scheinbar. Dann werden wir mal eben einen Hypertrailer, bitte. Okay, hier bitte. Und super Trank. Ein wunderbarer Super Trank und bitte noch ein Super Trank. Wobei ich Plessie wahrscheinlich jetzt nicht mehr einsetzen werde, groß auf der Route. Der Rest gehört einfach mal in Peach. Auch wenn Peach gar nicht so viel machen wird, tatsächlich, glaube ich. Ich glaube, ich werde eher auswechseln. Bam, bam, bam. Dann haben wir mal. Hier haben wir noch einen Trainer. Wollte mal dich unter Strom setzen. Das kannst du gerne versuchen, mein Kumpel. Aber wir werden dich besiegen. Christoph mit Voltoball. Potenzielles Boom-Pokémon. Deswegen werde ich dann, glaube ich, nochmal eine Runde austauschen. Und ja, Ruby das mal eben machen lassen. Oder Kreideschrei ist jetzt auch nicht unbedingt nett. Mach doch, was du willst. Hier bitte. Einmal umgerumpelt. Und ja, das reicht. Hätte ich mir fast denken können. Und noch ein Volteball. Bam. Und weg damit. Das ist angenehm. Ich denke mal, die Arena wird ähnlich laufen. Also, sehr ähnlich. Du hast mich gerettet. Oder zumindest ich hoffe, dass sie nicht laufen wird. Da ist noch einer. Mein Pokémon entwickelt sich nicht weiter. Wahrscheinlich hast du Tausch-Pokémon oder Stein-Pokémon. Also Steinentwicklung. Heißt der Typ einfach mal German? Warum? Toll. Alles klar, habe ich verstanden. Game Freak. Na gut. Ja, interessante Sache hier auf der Route. Erstmal treffen wir einen Sultan, wo ich immer dachte, das sei ein Spitzname. Und jetzt treffen wir auch noch auf German. Interessant. Ich mache euch eine Vergeltung. Bombebi interessiert das jetzt nicht so stark. So, bitte, bitte, bitte mach. Ja. Gut, hätte man eigentlich sich denken können, aber man kennt mich ja. Hey, was soll das? Bist voll doof. So, dann... Nissa. Sei ein Rebell. Ja, vielleicht. Nee, lass mal. Lass auf Hayo und Rasaf.
Und Razav, du wirst dich sowas von nicht von mir... Also ich werde mich nicht sowas von dir nicht einschüchtern lassen. Du mit deinem riesigen Flauscheball, der tatsächlich den Angriff einfach mal überlebt, okay. Aber ich bin schneller. Dankeschön. Also, Quatsch ist nach wie vor böse, weil das so oft trifft, also so oft einen Quit macht. Aber Marshak bleibe ich jetzt nicht. Doch, ich bleib drin, aber ich heile. Ja. Man merkt teilweise, dass das ganz schön böse endet. Und das hat sich gerade auch schon mal wieder gezeigt. Kratzfolie ist tatsächlich böser, als man meistens denkt. Ja, und noch einmal. Sollte reichen und weg damit. Ah, Kio, verdammte Axt. So. Haben wir hier noch einen? Ich glaube, du bist auch noch einer, den wir nicht haben. Dankeschön. Dieses schickes Fahrrad fährt es sich gut. Du hast ein verdammtes Motorrad. Warum wollen die alle mein Fahrrad haben? Ich verstehe das einfach nicht. Konrad. Das ist tatsächlich ein normaler Name. Das ist schön. Und Peachy erreicht fast Level 27. Wunderbar. Mein Body Slam raufgehauen. Und fast besiegt. Wunderbar. Kannst so viel Smog machen, wie du willst. Jarubi interessiert es einfach nicht. So, Surfer und weg damit. Peach erreicht Level 27. Wunderbar. Und Slimeok. Ach komm, egal. Das an der Pokémon interessiert es auch jetzt auch nicht. Ja gut, immer Surfer, ich mach sowieso Surfer, von daher stört mich das jetzt nicht so sehr, dass wir jetzt nicht vollends die Attacke gekriegt haben. Mist. So. Haben wir hier noch einen Trainer oder habe ich alle besiegt jetzt? Ich glaube, das war's, oder? Zumindest auf dieser Strecke hier. Tuckern wir mal ein bisschen zurück auf der anderen Seite. Oh, da ist noch einer, okay. Ich muss ein wenig abnehmen. Da ist noch einer. Auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich jetzt schon fast alle besiegt. Menki hast du, okay. Kann ich mitleben. Wie viel Schaden macht er denn Biss? Nicht viel Schaden, stimmt, ist ja auch nicht sehr effektiv auf Undicht. Da war was. Und der Giftdorn trifft sofort. Wunderbar. Es ist so. Das ist angenehm. So, da möchte ich aber nicht mit dir draufbleiben. Das machen wir mal probeweise mit Plessy. Ruhig weiter vergiftet werden, das ist doch ganz angenehm. Ist doch ganz angenehm. Und eine Body Slam Attacke. Ja, dann greife ich doch noch weiter an. Das interessiert Plessy witzigerweise nicht so nicht so wirklich. Und was kommt als nächstes? Machomai. Wie viel Schaden wahrscheinlich ein Bodyslam auf dich? Erstmal eine Paralyse hervorrufen, alles klar. Au! Das habe ich gerade nicht bedacht.
Entschuldigt, dass ich da gerade leichtfertig das Leben meines Plessy aufs Spiel gesetzt habe. Hier ist das Paralysiert, das greift mich an. Verzeiht an der Stelle. Plessy, Level 28, das ist großartig. So, was kommt als nächstes? Mahalo. Okay. Dann. Ja, was zum Ziel, würde ich sagen. Puh, eine gute Übung. So, dann. Mal eben Beutel. Wir hatten doch noch super Trinke. Ja. Plessy ist ein bisschen sehr angekratzt. Vielleicht brauche ich das ja noch. Und der letzte super Trank. Wahrscheinlich für das ganze Projekt. Ein denkwürdiger Moment. So, dann wollen wir noch mal schauen, ob wir hier alle haben. Ich bin Biker, Königin des Highway. Okay, oder hat er wir sind? Keine Ahnung. Ich habe gerade nicht drauf geachtet. Da merkt man mal, wie wichtig mir diese Trainer sind. So, dann will ich doch wieder mit Jarobi kämpfen. Wird wahrscheinlich jetzt bald 39 erreichen, so oft wie ich das hier eingesetzt habe. Okay, es kommt dem 39 immer näher. Das gefällt mir ganz gut. Tatsächlich. Und wieder der Paralyse. Wunderbar eigentlich. Und ich habe eine WhatsApp-Nachricht, aber es interessiert mich jetzt nicht. Ich nehme auf. Ich bin sowas von am Aufnehmen. Und weg damit. Dankeschön. Ich bin voll und ganz auf die Nase gefallen. So, dann wollen wir noch mal, haben wir hier noch was? Ich glaube, dich haben wir schon. Ja, die stehen, okay. Dann hätten wir hier alle. Also zumindest an der Stelle. Will ich mal wieder nach unten. Ich würde echt gerne mal wissen, was auf den Schildern steht. Das wäre interessant, aber auch nicht unbedingt wichtig. Okay, du bist noch ein Trainer, den wir noch nicht besiegt haben. Ziellein, ich bin erschöpft und ich glaube, dann ist die Route auch schon beinahe zu Ende. Also zumindest sieht es sehr danach aus, dass sie beinahe zu Ende ist. Biker Wolf und Smogmog. Dann meine gute alte Bissattacke. Macht zwar ein bisschen Schaden. Das ist wunderbar. Und nochmal eine Runde Biss und dann sollte, ja, sollte es besiegt sein. Was kommt denn als nächstes? Noch ein Smogmog. Okay. Also ein Smogmog und ich gehe Smog. Okay, ich werde gleich wechseln. Das ist mir doch ein bisschen zu doof. Das macht mir zu wenig Schaden einfach, will ich damit sagen. Dann wird das wieder Jarobi machen. Und ich denke auch, dass Peach eventuell ein Level abkriegen könnte nach diesem Kampf. Könnte durchaus passieren. Peach erreicht Level 28, hatte ich doch gesagt. So, was kommt dann als nächstes? Das ist Morgon, okay. Ich denke mal, wir werden mal eben eine Runde drin bleiben. Die letzten Meter kommt es ja jetzt auch nicht an. Wir müssen nur aufpassen, dass Jarobi nicht Level 43 erreicht. Wäre ein bisschen fatal. Ja, Level 39 für Jarobi, wunderbar. Und Smogmog. Was mich halt interessiert, ob ich in dem irgendwann noch Ice Punch und Feuer Punch erlernen kann, ob das hier überhaupt schon möglich ist. Ich werde gleich denn nach dem Part mal schauen, ob das irgendwo möglich ist. Könnte ja sein, dass das eventuell durch eine TM oder sowas erfolgt. Kann mir sogar gut vorstellen, dass das im Einkaufszentrum zu erreichen ist. Weil gerade Ice Punch wäre eine super, super, super Sache auf Jarobi. Weil da hätten wir eine Antwort auf alle Drachen. Bist du noch unzufrieden?
weil Jarubi einfach eine gute Drachenwut ab kann und einfach ziemlich mächtig damit wäre. Auch gegenüber Flug-Pokémon. So, jetzt bin ich noch im Überlegen. War hier noch einer? Komm, Jelly, ein Biker muss doch. Okay, wir haben alle. Wunderbar, dann haben wir die Route auch erledigt und wir sind sogar perfekt in 20 Minuten rein. Wunderschön. Wie gesagt, okay, hier ist Route 18, da waren wir ja schon mal. So, gut. Dann gehe ich gleich nochmal eine Runde heilen. Und würde sagen, wir machen im nächsten Part. Okay, vielleicht gehe ich gleich mal in den Supermarkt. Machen in dem nächsten Part Koka. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Tatsächlich. Es wird spaßig. Wird leicht und spaßig. Sagt der. Und flog beim nächsten Mal voll auf die Schnauze wahrscheinlich. Ja. So gut. Dann nochmal ein paar Übertränke kaufen. Dann würde ich sagen, wer ist das für diesen Part? Können wir im nächsten Part gemütlich die Arena machen. Hoffentlich wird das gemütlich und nicht so ein Fehlschlag wie Sabrina eigentlich war. Da hatte ich ja auch irgendwie die Hoffnung, dass ich ohne Verluste durchkomme. Aber leider haben wir zwei sehr wichtige Pokémon verloren. Das ist ein bisschen schade. Sie haben ja keinen Hypertrank. Wir haben uns doch irgendwie schon Hypertränke kaufen können. Was soll das denn? Naja, dann werde ich dann mal schauen, ob ich irgendwo Hypertränke herkriege. Denn würde ich sagen, danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal von Let's Play Pokémon Blattgrün Nuzlocke Challenge. Danke und bye bye.